Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Heute im wahrsten Sinne des Wortes in so einem Bau, aber eher die Höhle des Wolfes. Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier bei unserem Witcher 3 Let's Play. Und ja, im letzten Part haben wir uns in das Versteck des Wolfes vorgearbeitet und sollen dann jetzt hier neben diesem netten Kuhkadaver mal so bis zum Anbruch der Nacht warten. Insofern wollen wir das dann auch mal direkt angehen. Warten wir doch mal bis Mitternacht, das sollte wohl reichen. Und dann schauen wir mal. Da kommt er doch schon. Also doch kämpfen. Wow, 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 wow. Spann dich, Wolf. Oh, der hat sogar noch Verstärkung mitgebracht. Au. Ach, was ist denn da? Oh nein, ich habe den noch nicht richtig ausgerüstet. Ah. Nein, du sollst auf die Wölfe zielen und nicht auf den Werwolf, verdammt nochmal. Okay, warte, Leute. Ganz entspannt. Lass mich hier einfach nur hauen, ne? Man müsste, was ich wehren oder sowas. Geralt. Ich will erst das Wolfspack von ihm drumrum weg haben, damit ich mich in Ruhe um ihn kümmern kann. Aber Geralt weigert sich ja vehement, jemanden abzuvisieren. Jetzt geht's los. So. Hättest du wohl gern, wa? Bist du so böse, ne? Heilt er sich da die Sau? Hier wird sie nicht geheilt. Au. Also ich bin nicht der Bolzschlechter hier. Eindeutig nicht. Ah. Ah, komm schon. Das lief nicht so, wie ich mir das geplant habe. Also wirklich nicht. Wir hätten uns auch ein bisschen vorbereiten müssen. Ich dachte jetzt nicht, dass wir kämpfen müssen. Denn wir schnacken erst. Halt! Tu ihm nichts! Aha. Du wusstest also die ganze Zeit Bescheid, ne? Bist du verrückt? Fick da! Ne, wir wissen ja Bescheid. Was ist hier los? Ich denke, wir müssen reden. Ja. Es ist Njellen. Lykanthropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid. Ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn. Fast hat er mir gehört. Da bist du gekommen. Verschwinde. Lass uns in Ruhe. Du bist verrückt, Frau. Was soll dieser Unsinn? Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du wusstest es? Dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es. Und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen. Und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht, in jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht, glaub mir. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Also da will ich mich jetzt gar nicht einmischen eigentlich, ne? Das geht nur euch beide etwas an. Ich misch mich da nicht ein. Aber wenn du mir nochmal über den Weg läufst, töte ich dich. Nein! Erbarmen! Du hattest kein Erbarmen mit deiner Schwester. Und ich hab keins mit dir. Sie hat's ja schon irgendwie verdient, ne? Ich hab jetzt kein schlechtes Gewissen. Auch wenn sich echt nicht... Das hat sich jetzt echt nicht gut angehört, du, aber... Ne? Mein Gott. Sie hat ihre Schwester umgebracht. Ich hab dir gesagt, ich bring dich um. Ich weiß, was du gesagt hast. Tu es. Was? Wenn du den Tod willst, such dir Zügel und einen Baum mit starken Ästen. Geht nicht. Ich kann nicht. Ich war immer ein Feigling. Bitte, tu du es. Oh Gott. Okay. Quest aktualisiert. Nilens Schlüssel. Dann kommen wir wohl jetzt auch an die Truhe ran, wa? Jetzt geh ich nochmal da rein, weil da liegt ja noch die andere Dame drin wahrscheinlich. Mal sehen, ob wir da auch noch was looten können. Also es soll ja nichts verschütt werden hier, ne? Also, wenn sie schon tot ist, dann kann man ja auch wenigstens ihr Hab und Gut einem sinnvollen Zweck. Hundetalk.
Das war der Wolf. Das ist die Kuh. Das ist die andere Kuh. Nee. Er hat sie wohl ganz aufgegessen. Samt allem. Na gut, okay. Dann wieder raus aus der Höhle. Einmal noch kurz in die Jägerhütte und geschaut, was der gute Mann so hat. Und dann können wir da ja eigentlich auch nächtigen bis morgen, damit unsere Wunden verheilen von meinem epischen Kampf gegen einen Wolf, wo ich massivst versagt habe. Aber das war auch echt ätzend, dass er die ganze Zeit den Werwolf anvisiert hat und diese Hunde-Pack-Viecher nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wo kommst du denn schon wieder her? Mein Gott. Ah, komm ran. Zum Glück sind Bären dämlich. Einmal seitlich hinter die rollen und dann könnt ihr einfach Dauer draufhauen mit einem starken Angriff. Dann läuft das. Dann hat man die erledigt, ne? So, jetzt aber rein in die Hütte hier. Da hinten war doch irgendwo die Kiste versteckt. War das diese Kiste? Jo. Jägerhose Silbererz Schema Schialtas Rüstung. Oh ja, okay. So, dann wollen wir hier mal bis zum Morgen entspannt rasten. Jo, siehste. Du kannst das jetzt nicht tun. Ich weiß zwar nie, was er meint, aber ich weiß das. Du hast mir das schon tausendmal gesagt, ne? Quests. Was haben wir denn noch? Das ist fliegende Fäuste wählen. Verteidiger des Glaubens ist Stufe 10. Könnten wir inzwischen auch machen. Gewinnt mache ich nicht. Das ist auch Gewinnt. Rüstungsschmied dauert noch ein Weilchen. Freiwilliger. Schau dir die Umgebung. Schau dir die Umgebung und kommt noch. Aufträge. Monster im Wald. Sprich mit dem Kommandanten. Das ist ja schon inzwischen langweilig. Das Ding aus dem Sumpf, haha, ist zwar Level 12, aber nix ist, meine Freunde. Die lustige Witwe, sprich mit dem Totengräber, das geht schon irgendwie nicht mehr. Oder da sind wir schon wohl dran vorbei, der Kreisschling. Hanna aus den Wäldern. Mhm. Hatten wir nicht gerade Hanna in den Wäldern? Aber was passen würde, sie war in Liebe und wurde umgebracht und dann wird daraus ja so eine Erscheinung, ne? Na gut, wir können ja mal so ein Ding machen. Lass uns doch mal das Monster im Wald machen. Sprich mit dem Kommandanten des Wachpostens bei der Brücke nach Novigrad. Alles klar. Dann wollen wir doch mal. Wo geht das denn hier raus? Ich hab mich schon so verdödelt hier. Zup. Da ist sogar ein Wegpunkt. Wie nett. Wo müssen wir hin? Da. Oh, da waren wir noch gar nicht so richtig. Da sind sogar noch Fragezeichen. Ja, dann gehen wir doch da hin und nehmen... Da ist ein das sieht gefährlich aus, so. Das sieht nach einer großen Menge von Banditen aus. Da ist dann noch eins. Na gut, okay. Dann haben wir gerade mal ein paar Fragezeichen hier zu erledigen. Behalte eine Vergiftungsstufe im Auge, wenn sie zu hoch ist. Oh, ach, wie schön. Der Galgen. Ach, nee. So, dann lass uns mal gerade gucken. Das erste war da hinten. Lass uns mal da wenigstens gucken, was da los ist. Ich gehe mal von einer Menge Banditen aus. Irgendwie, es würde sich anbieten, ne? So, ich habe übrigens gerade nochmal geguckt, zwischen diesem Part und dem vorherigen. Die Unschärfe war die ganze Zeit doch an. Ich habe die jetzt mal ausgemacht, nachdem ich gelernt habe, dass das für YouTube scheiße ist, ne? Wundert euch also nicht, wenn dieser Effekt jetzt fehlt. Sorgt einfach dafür, dass auf YouTube ein wesentlich stabileres Bild passiert, sobald man sich dreht. Weil sonst, man merkt ja, wenn ich stehe... Dann sieht es am besten aus, weil es bewegt sich halt nicht viel, dann läuft das mit dem Codec super. Und solange man geradeaus läuft, auch noch alles schön. Aber wenn man dann sowas hier macht, ne, die Kamera wild dreht, dann ist sehr viel Fraktierungsgedönse drin. Ne? So, was haben wir denn jetzt hier? Ich habe ein bisschen Angst. Erstmal speichern, du. Das sieht ja erstmal ganz normal aus. Dafür, dass hier ein Fragezeichen ist, ist nicht viel los. Kann ich da rein? Banditenlager, na siehst du. Doch Banditen. Wupp. Mal gucken, welches Level die denn sind. Moin! Ich wollte euch mal besuchen kommen. Da oben ist schon einer, der einfach wegrennt. Level 9, oha. Okay, das ist schon nicht ohne hier. Oh, war der erste Kopf, gleich den nächsten hier. Zack, zack, einfach drauf. Solange es nur einer ist, kann man immer hier einfach Button smashen. Oh, sobald einer mit einer Axt hinter einem steht, sollte man das nicht mehr machen. Oh, blöd, ne? So, weiter geht's. Da ist der nächste. Oh, zack, da. Rauf geht's. Okay, der ist irgendwie da oben. Wie komme ich denn da hoch, du? Irgendwo muss es da einen Weg nach oben. Wir sind alle nach oben. Der Rest ist alles oben. Da.
So sieht's aus, so. Du. Mein Rücken. Komm her, du. Ja, das war dein Kopf. Okay. Da ist der nächste. Du, der ist schon vergeben. Der gehört Jennifer, du. Oh gut, wir sind momentan wohl so ein bisschen leicht in einer offenen Beziehung, da wir uns lange nicht mehr gesehen haben, aber inzwischen ja jetzt wieder, ne? So, also insofern, aber man überlegt, seitdem wir zusammen sind, nach so vielen Jahren des Nichtsehens, haben wir noch nicht miteinander, ich würde es mal interagiert nennen, ja? Weiß ich nicht, also wenn ich Geralt wäre. Ne? So, einmal hier wieder runter, da scheint ganz unten noch einer zu hausen, also wir sind noch nicht fertig. Boah, Gottes Willen. Aber wir sollten schon mal looten. Da rennt die Ziege rum. Ja, ne? Du bist frei, Ziege, frei! Geh, wohin du möchtest. Vielleicht solltest du nicht unbedingt dem letzten Verbliebenen noch in die Arme rennen, der mit seiner Axt da rumrennt und komplett ungestört. Och ja, oh, wer bist du denn? Hast du meine ganzen Kollegen umgebracht? Ja, habe ich. Und jetzt bist du dran. So, da siehst du. Da ist noch einer. Das war's auch noch nicht. Da ist noch einer. Wie ein Mann. Bist du der dicke Obermagger? Nee. Und. Hier hätte man den mal runterarten können. Da gibt es noch ein Achievement für, wenn man Leute mit Art von hohen Klippen oder sowas runterstößt. Ist mir noch nicht ein einziges Mal gelungen. Man muss irgendwie 30 runterstößen. Stößeln. Dann gibt es ein Achievement. So, dann wollen wir mal ein bisschen looten hier. Bevor wir dann den Ort wieder verlassen. Das scheint es auf jeden Fall jetzt gewesen zu sein. Aber ihr seht auf der Map, das Symbol ist noch weiß. Wobei, nee, das ist einfach das Symbol, dass da unten so eine Geschichte zum Verbessern der Waffen ist. Was pretty sinnlos ist, weil das stumpf 15 Minuten nur hält. Ich mach's meistens nicht mal, einfach weil's so sinnlos ist. Brot! Was gibt's denn hier oben noch? Wenn hier schon so eine Leiter ist, oder ist die ja schon immer verdächtig, ne? Ein paar Fässer, sonst nix. Draht, Schnaps! Fläschchen, alchemistische Paste. Es muss sich ja auch lohnen, wenn wir schon keine Kohle kriegen, ja, dann nehmen wir wenigstens alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Gut, an das Fass kommt man wieder nicht ran. Das ist immer so eine geile Sache, wenn Kerzen oder ähnliches nah an lootbaren Objekten sind, dann will Geralt die Dinger immer grundsätzlich anzünden, aber nicht das Looten, was da drin ist. Oh, wo rollst du denn hin? Ach, Geralt, was ist jetzt los? Ich stecke fest. Was haben wir hier? Irgendwie Kisten oder sowas vermisse ich, mit wirklich echter Belohnung drin. Immerhin haben wir gerade ein großes Banditenlager ausgeräumt. Da muss ja irgendwo eigentlich auch was liegen, ne? Also ich loot jetzt nicht jeden einzelnen Behälter hier, das dauert glaube ich zu lange. Hier sind Schweine, hier irgendein Kistchen, nö. Wir gehen jetzt gerade noch einmal ab und gucken nach Kiste, ne? Irgendwo muss ja was Schönes liegen. Also hier ist auch keine. Wahrscheinlich werde ich sie nicht finden. Das ist das Einzige, was ich dann nicht sehe, ist diese Kiste. Kann man da rein? Abgeschlossen. Ne, rein dürfen wir zumindest aktuell nicht. Kann natürlich sein, dass nachher irgendwann mal ein Quest oder sowas uns nochmal hierher führt. Au, Fallschaden. Du kannst eine Fall mit einer Rolle abfangen. Wissen wir doch alles schon. Ist auch so ein bisschen nervig, dass nach jedem Fix oder Add-on diese ganzen Infotexte wieder erscheinen, die man alle schon mal gelesen hat. So, ja, okay. Da ist nur ein Wasserzuber. Also ist nichts mit Kiste hier, Leute. Vielleicht noch ganz unten. Da ist was. Na, siehst du, ich wollte doch sagen. Irgendwas, sogar ein überlegener Sattel. Das könnte doch sogar schon besser sein als das Ding, was wir haben aktuell. Wenigstens etwas, wollte ich schon sagen. Das wäre sonst sehr frustrierend gewesen, so. Oh, ja, gar nichts zu finden. Gucken wir nochmal, ob hier noch mehr ist. Nur ein paar Fässer. Das sieht ja nett aus hier. Warum sind da so viele Spikes drin? Naja. Das sieht auch zu barrikadiert aus. Da kommt man nicht rein. Nee. Das war's. Dann gucken wir doch mal, ob unser überlegener Sattel besser ist als der, den wir jetzt schon haben. Also das ist der überlegene. Nee, das ist der verbesserte. Wo ist denn jetzt der überlegene? Da oben. Überlegen. 30 Ausdauer. Ja, ist besser als den wir vorher hatten. Haben wir noch gar keine Scheuklappen ausgerüstet oder habe ich die Dinger verkauft?
Aber es kann ja nicht sein. Die müssen wir schon längst haben. Oh, hier ist noch eine Armbrust. Aber die ist nicht besser als die, die wir schon haben. Na gut. Unser Pferd hat keine Scheuklappen. Wahrscheinlich tatsächlich irgendwann mal bekommen, nicht ausgerüstet. Und dann habe ich die verhökert, weil ich dachte, wir hätten die schon ausgerüstet. Sollten wir uns bei nächster Gelegenheit mal neue holen. Ich kämpfe zwar nicht viel vom Pferd aus, trotzdem sorgt das halt dafür, dass plötzlich nicht so schnell durchgeht, weil die Feinde nicht so doll sieht. Die ist dann einfach nur auf den Weg konzentriert und rastet dann nicht so schnell aus. Ne? Das lohnt sich durchaus. So, raus aus diesem Suhlloch hier. Und dann gerade eben fix das nächste Fragezeichen auf der Map noch angemarkert, das hier. Und danach geht's dann da lang zum Münsterchen aus dem Wald. Ja, und ich würde sagen, dann machen wir mehr Nebenquests. Also wir haben dann keine weiteren Nebenquests mehr so wirklich. Dann können wir eigentlich auch mal wieder Main Story machen. Was ist denn Main Story? Was haben wir denn da gerade noch? Wäre jetzt schon Scheiterhaufen in Novigrad, ist Stufe 10. Lohnt sich wahrscheinlich auch, weil sonst irgendwann uns die Main Quest abhängt, ne? Das ist halt das Problem. Entweder man folgt der Main Quest oder man macht die ganzen Nebenquests. Aber wenn man die ganzen Nebenquests macht, dann ist man irgendwann zu heftig für die Main Quest. Das ist alles nicht so ganz genial gelöst. Also, es blieb ihnen halt nichts über, als irgendwann zu sagen, okay, wenn der Spieler dann so sich auf die eine Sache konzentriert und zu stark wird, dann schwächen wir halt die Belohnung ab, damit er nicht irgendwann überpowered ist. Schnell. Aber ich sag ja mal, wie es ist. Normalerweise ist es ja gerade das, was man dann möchte, wenn man sich so bemüht, alles zu machen. Dann will man ja ziemlich übermächtig sein und dann hat man eigentlich auch die Belohnung verdient, dass man dann sagt, okay, dann sind die folgenden Kämpfe auch ein bisschen leichter, weil ich mal eben 5 Level drüber bin, weil ich ordentlich gelevelt habe und richtig fleißig war, ne? Das ist es ja eigentlich dann gerade. Und das nehmen sie dir hier halt. Die sagen dann, oh, wenn du jetzt noch weiter levelst, dann wirst du aber zu stark. Ja, dann ist es zwar nett, dass du das gemacht hast, aber belohnt tun würde ich dann nicht mehr, ne? Das ist das Problem. Und ich weiß nicht, wie viele Leute davon dann schon so demotiviert sind, dass sie sagen, ja, dann mache ich den Nebenquest nicht. Weil es wäre schade drum, da die Dinger ja alle super sind. Das sieht nach einer Höhle aus. Erstmal zwischenspeichern. Monsterlager. Jo, das sieht eindeutig nach einem Monsterlager in einer Höhle aus. Oder zumindest vor einer Höhle. Eieiei, was ist denn da los? Das sind bestimmt Necker. Ja. Das schon. Dü-dü-dü, na komm ran. Bei denen ist auch nicht viel Taktik gefragt. Das Einzige, wo man aufpassen muss, oh, die können halt, wenn das so ein großes Rudel ist, was da auf einen zustößt, dann muss man ein bisschen gucken, dass man sich nicht zu sehr einkreisen lässt. Aber die hier sind nur Stufe 6, da sind wir inzwischen leicht drüber. So, was haben wir denn hier? Oh, eine Kiste mit der Klinge von Tirtocha, was auch immer das ist. Hier sind ein paar Leichen, da ist wohl jemand den Neckern zu nahe gekommen. Lass mal noch die Neckern looten. Oh, jo, dann nehmen wir auch noch mit. Was haben wir da hinten noch? Bisschen Monstergedönse. Und dann würde ich doch sagen, gibt es hier noch mehr? Was ist denn das hier für ein Ort? Sieht auf jeden Fall aus wie so ein Steinbruch oder sowas. Da ist auf jeden Fall noch so eine kleine gemütliche Brücke. Aber der Eingang ist dicht. Das heißt, da kommen wir nicht rein. Dann müssen wir also da vorne rein. Ja gut, dann würde ich mal sagen, da ist noch eine Kiste. Gut, dass ich die noch gesehen habe. Manuskript, schwarzes Blut. Okay, und dann würde ich mal sagen, so, mal vorsichtig rein da, ne? Okay, wie groß mag das wohl sein? Es wird auf jeden Fall zu dunkel, somit brauchen wir gerade mal eine Katze. Haben wir schon ausgerüstet. Zack. Dann mal gemütlich gucken. Ein paar Necker. Hallo, na? Habt ihr es euch gemütlich gemacht hier drinne? Zack, zack, zack. Raste mal nicht so aus hier. Ihr seht, das ist keine große Kunst hier, ne? Die mit Quen, das ein bisschen gelevelt ist, hat man da ein... Wow, eigentlich keine Probleme. Jo, ist gut, ist gut, ist gut. So, ihr hört den Hahn krähen. Ich werde mal looten und nebenbei euch mich schon mal bedanken. So, vielen Dank wieder mal bei euch fürs Zusehen. So, haben wir ein bisschen was hier rumliegen. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst die entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part gleich nochmal wieder in dieser wunderschönen Höhle wieder und schauen mal, was uns hier noch so erwartet.
Auf jeden Fall macht mich dieser Kessel hier so ein bisschen skeptisch. Sieht ja eher nach Trollen aus, aber naja. Ne, ja. Wünsche euch erstmal viel Spaß beim Zocken und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss, euer Blaufuchs.